Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Backstube. Bald ist Valentinstag und ich habe mir gedacht, es wäre nett, nicht einfach nur Blumen zu verschenken, sondern auch was zu essen. Und deswegen machen wir heute zusammen einen Cupcake-Rosenstrauß. Dafür brauchen wir als allererstes das hier. Das ist die Basis. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Eimer. Der hat einen Durchmesser jetzt von 16 cm, bekommt ihr wahrscheinlich in jedem Deko-Geschäft. Und ganz wichtig, eine Kugel oder ein Ei. Ich habe jetzt ein Ei bekommen, das ist aus Styropor und da können wir dann nämlich gleich mit Zahnstochern die Cupcakes draufstecken, aber vorher wird noch ein bisschen gebastelt, denn das Ganze soll ja wirklich echt aussehen wie ein Blumenstrauß und deswegen müssen wir erstmal aus Filz kleine grüne Blätter ausschneiden. Ich habe schon mal ein Blatt als Vorlage gemacht. Und das nehme ich jetzt als Schablone für alle weiteren. Ich hatte zwei Bögen von diesem Filz-Bastelpapier. Und daraus habe ich jetzt ganz viele kleine Blätter geschnitten in diesen drei Größen. Und die werde ich jetzt als nächstes hier in einem Kranz außen herum kleben. Dazu habe ich hier so einen Bastelkleber. Das müsste gut funktionieren. Was wichtig ist, ist, dass eure Kugel oder euer Ei, je nachdem was ihr gefunden habt, ganz fest da drin sitzt, damit später ja, das alles guten Halt hat. Bisschen Kleber hier oben auf den Filz, nicht auf den Finger. So. Und dann setzt ihr das einfach hier auf die Kugel. Und das machen wir jetzt einmal komplett außenrum. So sieht das jetzt aus mit den ganzen Blättern. Die müssen noch trocknen, also ich muss ein bisschen vorsichtig damit sein. Als nächstes muss ich mir natürlich überlegen, wie viele Cupcakes brauche ich. Und deswegen habe ich hier so ein Förmchen genommen, in dem werde ich auch, also das ist die gleiche Größe, in der ich später die Cupcakes auch backen werde. Und die Zahnstocher, die da drauf kommen, um die Cupcakes festzustecken. Und mit beidem werde ich jetzt einmal so hier um die Kugel rumgehen und gucken, wie viele da drauf passen. Der erste kommt da oben drauf, weil ich möchte gerne, dass oben in der Mitte keine Lücke ist, sondern dass da als allererstes oben ein Cupcake ist. Worauf ihr achten müsst, ist, dass der Cupcake nicht nur diese Größe haben wird, sondern der wird ein bisschen größer, weil da natürlich noch das Rosenfrosting drauf kommt. Das heißt, das müsst ihr einrechnen. Das heißt, man kann die nächsten jetzt nicht hier hinsetzen, sondern ich würde sagen so hier. Es kann natürlich sein, dass dazwischen so ein bisschen Lücken entstehen, dass man da das Styropor durchsehen kann und deswegen habe ich das so grün angestrichen, damit das aussieht wie ein Blumenstrauß. Jetzt habe ich einen, der hier bis dahin geht und einen da und dann kann ich natürlich da unten einen hinsetzen. So, ich möchte, dass der auf der gleichen Höhe ist. Das müsste so sein. Und das mache ich jetzt, bis der ganze Styroporball voller Zahnstocher ist. Hier habe ich jetzt alle Zahnstocher verteilt. Es sind insgesamt 15. Das heißt, ich werde gleich 15 Cupcakes brauchen. Und was ich jetzt mache, ist, da werden wahrscheinlich so ein paar Lücken dazwischen sein. Und da klebe ich jetzt noch ein paar Blätter drauf. Dass, wenn man so da durchschauen kann, dass man dann da ein kleines Blatt sieht. Die Basis für unseren Strauß ist jetzt fertig, die stelle ich erstmal zur Seite. Und als nächstes kümmern wir uns um die Rosenblätter. Die machen wir aus Frosting. Ich habe mich heute für ein rosanes Frosting mit Erdbeeren entschieden. Ihr könnt aber natürlich jegliche Art von Frosting nehmen, die ihr möchtet, in allen Farben, in denen es Blumen gibt. Ihr könnt das echt machen, wie ihr wollt. Ja, ich mache das so und als allererstes werde ich die Butter aufschlagen, bis sie ein bisschen blass ist. Thank you.
Die Butter ist jetzt weißlich geworden und da gebe ich jetzt in ein paar Schwüngen den Puderzucker hinzu und rühre das weiter. Ihr seht, dass das jetzt so eine leicht krümelige Konsistenz hat. Macht euch keine Sorgen, das ändert sich gleich, wenn die Erdbeeren dazukommen. Aber davor mache ich noch etwas Vanilleextrakt da rein. Jetzt fehlen nur noch die Erdbeeren. Da werde ich gleich als erstes mal natürlich das Grüne abschneiden und dann die ganze Erdbeere in ganz kleine, feine Stückchen schneiden. Und das kommt dann zu dem Frosting dazu. Hier sind unsere fertig geschnittenen Erdbeeren und die gebe ich jetzt dazu. Unser Frosting ist jetzt fertig, schön rosa geworden. Als nächstes machen wir die Rosen. Und dafür brauchen wir natürlich Cupcakes. Ich habe hier welche gebacken mit unserem normalen Schoko-Cupcake-Rezept, das wir immer benutzen. Der Link wird euch unten eingeblendet, da kommt ihr direkt dahin. Und das werde ich jetzt so machen, dass ich das Frosting in einen Spritzbeutel fülle und dann werde ich das mit dieser schönen Tülle schön wie eine Rose auf den Cupcake machen. Ganz wichtig bei dieser Tülle ist, die muss hier so sternförmig eingeritzt sein. Ich habe hier eine von Wilton, das ist die Tülle 1M, die eignet sich besonders gut dafür, weil die hier so tief eingeritzt ist, dass das ganz schöne Rosen formt. Ich habe jetzt hier mein Frosting und hier ist der Cupcake. Ich habe den selbst gebacken. Was manchmal passieren kann, ist, dass der zu hoch aufgeht. So wie das jetzt hier auch passiert. Ist natürlich viel einfacher, den zu bearbeiten, wenn der gerade ist. Und deswegen zeige ich euch einen Trick. Einfach oben abschneiden und dann gibt es eine gerade Fläche. So. Und jetzt kann man wunderbar eine Rose hier aufspritzen. Ihr fangt innen an und arbeitet euch dann nach außen vor. Die Cupcake-Röschen sind jetzt fertig und jetzt geht es darum, die alle hier drauf zu stecken. Wenn ihr gleich damit anfangt und ihr merkt, das passt doch nicht so, dann könnt ihr natürlich das einfach umstecken, das ist gar kein Problem. Also los! Ich stecke die Zahnstocher noch ein kleines bisschen weiter rein, denn die sollen natürlich gleich auf keinen Fall oben rausgucken, das wäre doof. Und dann kommt die erste Rose oben drauf. So, schaut euch das an. Das ist das fertige Kunstwerk. Ich weiß schon, wem ich damit eine Freude machen werde. Ich hoffe, ihr wisst das auch und natürlich, dass sich auch der oder die Beschenkte sehr darüber freuen wird. Einen wunderschönen Valentinstag wünsche ich euch und bis ganz bald. Tschüss!